komme nicht auf dich zu, sondern du gehst auf die Fans zu. Wie ist denn das für dich mal andersrum? Ja, ich finde, das ist eine tolle Aktion, gerade von Andreas, und die unterstütze ich natürlich sehr, sehr gerne, und ja, man gibt ja auch gerne mal was zurück, und deswegen ist das eine feine Sache und da bin ich auf jeden Fall gern dabei. Pass mal auf, jetzt fahren zu 10 und 10 ist noch nicht da. Ein paar sind da, denke ich auf jeden Fall. Der wird sich ärgern. Das gleich immer für die Straße, wa? Der ist nicht da. Oh, der ist nicht da. Das gibt's doch gar nicht. Wir sollen alle zu Hause bleiben. Auch die dicke Familie. Christian, unser erster Einsatz. Im Auftrag. Im FCM-Fanladen überreiche ich heute das Trikot. Auch am Feiertag sind wir aktiv. Ja, ist natürlich sehr überraschend und eine super Aktion. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das auf diesem Wege passiert. Ja, habe gedacht, es wird zugeschickt und alles ist schick. Aber es ist natürlich überragend. Ja, sieht man auch mal die Leute, dass sie sich drum kümmern. Und super Idee von den Jungs. Guten Morgen, einen schönen Tag. Hallo Sebastian, grüß dich. Wie jetzt? Ja, selbst am Hast Feiertag. Hast du ein Trikot bestellt? Oder drei sogar? Ja, habe ich. Selbst am Feiertag sind wir für den FCM-Fanladen. Wow. Kann ich meinen Sohn noch drunter machen? Natürlich, komm. Wir machen Bild. Vor deiner Tür. Komm, vor deiner Tür. Komm, komm. Ja, ist ja klar. Ich bin gerade und dachte, was am Feiertag ist. Hey, super. Schneide ich raus. Ihr müsst ja topfit sein, ne? Die Treppen immer hochgelaufen. Jeden Tag sexy warm. Ja. Gerade an der Dachterrasse. Ist ja Wahnsinn. Am Aufbau? Ja. Weißt du so auch, ne? Perfekt. Schön. So, Lennart, komm, du stülpst hier über. Und dann müssen wir gleich mitmachen. Wir sind jetzt hier in der Friesenstraße nochmal und gehen das nochmal in die 5. Etage hoch. Er freut sich schon, weißt du? Ja. Seht euch mal dich zusammen. Nimm mal nochmal ein Trikot in die Hand in der Mitte und dann machen wir noch von euch ein schönes Bildchen dazu. Ja. Das ist doch ein Karfreitagsüberraschung hier, oder? Ja, mega. Ich bin jetzt ein bisschen... Ich mache von euch mal zusammen ein Foto hier. Komplett perplex. Also, ja, die Friseure haben zu in Magdeburg. Ja. Sonst hätte man sich ein bisschen schicker gemacht. Nee, komplett sprachlos. Also, total Überraschung, dass sie glückt. Oh, so, du bist ja... Achso, du musst dir was sagen, oder? Freund? Was sagen? Das ist nicht irgendwas. Pass auf, kommt rein. Ja, sag mal was. Komm rein. Stefan, grüß dich. Ich bin mal gefahren. Nein, du guckst du alleine Topmodel. Was? Guckst du alleine Topmodel? Nein, die wollen sich gleich vorbereiten. Na klar. Wie ist noch nicht vorzeigbar. Das ist heute noch besser mit Topmodel. Wie ist noch gar nicht vorzeigbar. Hast du das nicht erahnt, so richtig? Wir machen heute eine Überraschungstour. Eigentlich Lieferservice für Leute, die bestellt haben. Okay. Du bist heute unser Einziger, den wir nicht aufsuchen, weil er ein Trikot bestellt hat. Ja. Vielleicht hast du es, ich weiß es nicht, aber ist auch egal. Deshalb sind wir nicht hier. Ich habe selber 20 Trikots gebracht und suche mir Leute aus, die es verdient haben. Du bist jemand, der mit Herz und Traurigkeit, du bist selber, Schicksalsschlag für dich hatte, den persönlichen. Ja. Ich werde da nicht weiter darauf eingehen, weil ich weiß, wie du emotional bist. Wir hatten es auch noch nicht später einfach, wisst ihr auch. Und trotzdem möchte ich dir symbolisch heute über Christian das erste Trikot von mir überreichen. Das ist alles. Ey, ist ja klar. Okay. Und ich habe es mir nicht nehmen lassen, auch zu Ostern, ne? Dir das Trikot dann zu übergeben. Und ich hoffe, du hast selten Spaß. Cool. Das ist natürlich geil. Ja, das ist natürlich irre. Ja. Offensichtlich bin ich auch nicht so richtig vorbereitet. Freue mich natürlich, dass Mülli das macht. Klasse Sache. Beko ist dabei, mehr geht nicht. Er guckt top mal. Ja, danke schön. Also ich freue mich dir. Zweite Wohnung, zweite Mal bis nach ganz oben. Besseres Training oder was? Ja, also ich glaube schon. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich heute die Pulsuhr nicht umgetan habe. Sonst hätte ich gleich meine Trainingseinheit aufzeichnen können und unserem Fitnesstrainer schicken können. Aber ja, es ist ja für die gute Sache und deswegen macht man das gerne. Du brichst dir einfach den Garten ein, wenn der hier nackig liegt. Liegt der hier nackig? Der liegt hier nackig! Ey, guck mal! Was die? Hey! Na? Warte, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo. Gerade gesagt. Ja, was jetzt? Brauchst du immer noch? Ja, ein bisschen. Ja, was die Mensch, was sagst du? Wir dachten, weil du so eine große Bestellung hast, bringen wir das persönlich vorbei. Danke, danke.
und alte Weggefährten und da dachte ich, bringe ich dir das persönlich vorbei. Also ich habe es bis gerade auch nicht gewusst, aber... So lügt der, wisst ihr? Ja, das Blaue von mir. Aber ey, herrlich, ey. Ist ja schön, dass wir jetzt mal hier sind. Ja, siehst du, ah, das ist überragend. Also sehr überraschend, dass ich jetzt vor allem Bergwiss mal wieder sehe. Und Andreas, mein Freund, da freue ich mich auch immer. Also ist schon cool. Jetzt fahren wir ins Wohnzimmer von Christian und von mir. Er immer drauf, direkt im Wohnzimmer. Und ich davor, vor dem Wohnzimmer. Leer, still, leise, kein einziger Fan hier. Wie geht's dir dabei, wenn du jetzt hier so stehst? Ja, ist natürlich ein, auf gut Deutsch gesagt, ein Scheißgefühl. Also man vermisst das Stadion, die Jungs und vor allem die Fans. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass es schnell weitergeht und hoffentlich natürlich auch mit Fans. Ich mache heute persönliche Lieferung vom RCM Fanladen und deswegen wollten wir dir das Trikot persönlich übergeben. Das ist super. Gerade zu Ostern hoffe ich, dass du dich freust. Jo. Ja, cool. Hast du doch bestellt, oder? Ja. Ja? Könnten wir noch zusammen ein Foto machen? Ja, na klar, mach ein Foto zusammen, los, Attacke. Also damit habe ich heute auf jeden Fall nicht gerechnet. Es war zwar klar, dass jemand kommt, denn, aber was von Tag und so was. Also, es hat auch noch richtig aufgeriecht. Ja, mir geht's super, ja. Ich freue mich, dass ich ihn auch mal sehe. Ich war auch schon öfters im Stadion, Fußball geguckt. Super. So, na dann los, komm. Gehen wir zu Denise. Hi. Ah, guten Tag. Hallo. Wir haben Sie mitgezogen. Ich hoffe, Sie freuen sich. Ja. Ja, ja. Bitteschön. Auf Ostern haben wir was mitgebracht. Und ja, ich danke. Ich denke, Sie freuen sich. Ja, mache ich auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, findet Jim Platz und ja, und was Spaß damit. Ja, und natürlich jetzt demnächst mal wieder ein bisschen ja, spielen. Ja. Das liegt nicht an mir, aber ja. Ich bin gerade ein bisschen nervös, ein bisschen aufgeregt, ich habe damit nicht gerechnet und ich freue mich ganz, ganz dolle. Vielen, vielen Dank. Der gute Frank. Habt ihr das schon geklingelt? Ja, haben wir. Frühling ist auch. Oh. Na, ihr in Kämmer. Klar, Frank, Mensch, siehst du, ich habe überlegt, wer es ist. Frank, guten Tag. Hallo. Na, Frank. Mensch. Wir kommen heute vom Fanladen. Grüß dich, na klar. Wir kommen heute vom Fanladen und wollten dir persönlich dein Trikot vorbeibringen. Und da ich ja momentan auch ein bisschen Freizeit habe, passt das auch mit dem Trikot. Und jetzt hast du noch ein neues Trikot. Ich hoffe. Zwei waren bestellt. Jawohl, es sind zwei Trikots. Eins wollen wir jetzt gleich angezogen sehen von dir. Ja. Mach ich sofort. Wusstest du eigentlich, dass wir heute rumfahren? Hast du das bei Facebook gesehen? Nee, wir haben heute, ihr sagt, wir ziehen ein paar raus. 25 Stück haben wir rausgezogen und du warst dabei. Die haben wir heute mit Christian Beck persönlich besucht. Schade, das war jetzt nicht. Ja, aber zum Glück bist du da. Aber mit Christian zusammen ein Foto hier, das kriegen wir hin. Das war jetzt eine totale Überraschung, ja. Positiv. Ja. Ja, ich sah da, der Eindruck ist jetzt überwältigend, ja. So, ist gerade blöde mit der fußballfreien Zeit, ja. Das müssen wir aber durch und das überstehen wir auch, oder? Ich probiere alles mal aus hier, von der anderen Seite auch nochmal. Und jetzt machen wir nochmal so lang. Als du ins Auto geguckt hast, hast du gedacht, guckst nicht richtig, oder? André, mein Kumpel, sagte, da ist doch Christian drin, ja. Und ja, und die sind gerade beim Ausfahren von vom Fanladen, ne? Top, finde ich cool. Wir sind beim Reifenwechsel, ja. Und sehen das halt, ne? Es war cool. Auf jeden Fall eine schöne Abwechslung. Also, dass wir ihn jetzt mal gesehen haben und so, gerade wo jetzt die Fußballzeit so ein bisschen hinkt, sag ich mal, war richtig cool. Vielen, vielen Dank. Das ist ein Korte Brüche. Ja, ich auch. Hallo. 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 Hallöchen. Hier hast du noch einen Dom. Hallo. Alles dabei. Hallo. Ja. Cool. Nein. Hallo. Das ist doch was. Ui, ja, guck, er hat doch extra alles aufgelegt hier. Guck, wir haben noch schnell zwei Bistro-Baguettes auf. Warte mal. Wir haben ja eine Tour gehabt heute hier mit 35 Leuten, die wir heute aufgesucht haben. Und da muss jetzt einfach mal Schluss sein. Und du bist wirklich jetzt heute unser Abschluss. Da musst du auch wieder mal nach Hause. Und dann musst du zur Frau, ne? Ja, genau. Wie alt ist deine Kleine? Zwei, ne? Anderthalb. Ja. Ein Traum. Das ist echt, echt toll. Also ist ja. Auf unserer Terrasse, der Christian und der Andreas, ist cool. Das ist Man ist schön. Man so ein bisschen sprachlos. Ja. Da weiß man in dem Moment gar nicht, was man sagen oder fragen soll. Ja. Das ist doch noch einer.
So, das steht doch gut. Ach schön. So, ja, gucken wir nochmal. Da muss ich mir ja auch gleich noch einen bestellen.